heute noch erleben wird mit ihrem wilden Pferd. Lina trabt und galoppiert, redet mit den stolzen Tieren. Für Lina ist das völlig normal. Lina lacht, die Welt wird heller. Lina reitet immer schneller. Das Glück hört auf den Namen Mistral. Es tritt an Ranch Express gegen Team Joe im Wettkampf der fünf Flaggen. Ja! Ja! Na, du lahme Schnecke, sind wir zu schnell für dich? Ich lasse dir nur einen Vorsprung mit deinem Pony. So gut wie mein Team, die Cavaletti-Gang. Du bist nie da und wenn, dann bist du todmüde. Ach, mach mal halblang, du übertreibst total. Hey, ihr zwei, doch nicht jetzt. Nicht im Wettkampf, du bist dran, Papa. Hm. Scheint so, als gäb's dicke Luft bei den Steinen. Ein Streiten mitten beim Familiencup ist ja voll peinlich. Lena, warnen. Samstag fliegen die Fetzen. So ein Quatsch. Das ist doch keine Weltmeisterschaft oder sowas. Hier geht's nur um den Spaß. Oh. Tja, die sind eben nicht so gut wie du. Ach komm, so ein Blödsinn. Auf Team Ranch Express! Arme Anna, jetzt bist du ausgeschieden. Wenn du willst, sind wir nächstes Mal ein Team. Ich könnte als dein großer Bruder durchgehen im Team Nico. Gute Idee. Meine Mutter war beim Wettkampf jedenfalls total unkonzentriert. Weißt du, wieso? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war was mit ihrem Pferd. Angelo, zwischen deinem Vater und meiner Mutter knistert es. Ich habe gesagt, es ist keine gute Idee, sie in ein Team zu stecken. Romano und Corinne? Ist mir gar nicht aufgefallen. Wunder dich nicht, Anna. Die Jungs haben eben Pferdeäpfel auf den Augen. Sag mal, was kann man bei dem Familiencup denn gewinnen? Ist doch egal. Dabei sein ist alles. Die Eltern und ihre Kinder können gemeinsam Spaß haben. Und den Dreizack von Portib gewinnen. Oder besser formuliert, den Dreizack der Cavalettis. Immerhin haben wir ihn schon letzten Sommer gewonnen. Und wenn man die Stimmung bei den Steiners so sieht, werden wir ihn wohl dieses Jahr auch wieder mit nach Hause nehmen. Das ist mein Dreizack! Gib ihn wieder her, du Giftpferd! Was? Mitten beim Familiencup? Kannst du nicht einmal abschalten? Nein, sie brauchen meine Hilfe, Helen. Hey, geht ihr schon? Angelo und sein Vater spielen gleich ein Gitarrenduett. Es liegt an deinem Vater. Er hat noch in der Klinik zu tun, wie jedes Wochenende. Ich habe keine Wahl. Stell dir mal vor. Man hat immer die Wahl. Man muss es nur wollen. Das ist doch kein Leben, Bruno. Wenn sich das nicht ändert, dann gehe ich. Du bist jedes Wochenende in der Klinik. Du schläfst nur 4 Stunden. Ja, aber was soll ich denn bitte machen? Ich kann die Tiere nicht im Stich lassen. Sie brauchen mich. Wir brauchen dich aber auch. Und ich habe diesen Abfluss satt. Seit Tagen ist das blöde Ding immer wieder verstopft. Lass nur, ich kümmere mich später darum. Später? Aber darum muss sich sofort jemand kümmern. Lena, was machst du denn hier, Liebling? Ich ertrag euer Geschrei nicht mehr. Ich gehe zur Ranch arbeiten. In Ruhe. Das kann ich sehr gut verstehen. Es tut uns leid. Das sagst du immer und dann fangt ihr doch wieder an zu streiten. Warum streiten sie nur die ganze Zeit? Können sie nicht mehr normal miteinander reden? Hallo, Mama?
Nein, ich bleibe ein bisschen auf der Ranch. Ist mir lieber, wenn's für euch okay ist. Mir geht's hier besser. Mach dir bitte keine Sorgen, Mama. Mistral wird auf mich aufpassen. Ich dich auch. Nacht, Mama. Guten Morgen, Mistral. Ich mag's, in deiner Nähe aufzuwachen. Was macht ihr denn um diese Zeit hier? Ach, meine lieben Eltern. Sie wollen, dass ihr mich holt. Nein, überhaupt nicht. Wir waren gerade rein zufällig in der Nähe. Lena, was ist los? Es ist wegen meiner Eltern. Sie streiten sich bloß noch. Gestern hat's mir dann gereicht. Da bin ich weg. Warum hast du uns nicht eher davon erzählt? Ich wollte euch nicht mit meinen Problemen nerven. Ich habe Angst, dass sie sich scheiden lassen. Lena, Paare streiten sich eben manchmal. Das ist normal. Deswegen trennen sie sich doch nicht gleich. Angelo hat recht. Ich bin mir sicher, das mit deinen Eltern renkt sich wieder ein. Auf jeden Fall. Bei meinen Eltern kommt das auch vor. Dann streiten sie sich eine Weile heftig und beruhigen sich wieder. Toll, dass ihr für mich da seid. Nein, jetzt mal im Ernst. Wir könnten alle auf der Ranch leben. Ja, bei Lena. Wir würden Gemüse anbauen, zum Waschen an den Fluss gehen. Wie echte Cowboys. Wie man hört, kriselt es bei den Steiners schade. Es heißt doch Familien und nicht geschiedenen Kap. Du bist sowas von fies, Samantha. Im Gegenteil. Mach nur weiter so. Das spornt mich noch mehr an, dich in die Zügel beißen zu lassen. Nette Idee mit dem Ausritt, aber nicht jetzt. Na gut, bis später. Tut mir leid, Mistral. Mir ist eben gerade nicht nach einem Ausritt. Hey, was ist denn los, Anna? Ich muss immer an Lena denken. Ach, sie will eben einfach allein sein. Das kann man doch verstehen. Weiß ich. Es ist nur, dass ich sie so noch nie gesehen habe. Ich hoffe, dass alles wieder gut wird. Ach, übrigens, Anna, wie läuft's denn so mit deiner Mutter und dem schönen Romano? Ist es die große Liebe? Das weiß ich nicht. Er sollte meine Mutter nach der Feier anrufen, aber ich traue mich nicht, sie danach zu fragen. Weißt du was, Angelo? Nein. Also ich, naja, über so etwas rede ich nicht mit meinem Vater. Kommt, reiten wir weiter? Bist du dir sicher, dass du nicht nach Hause kommen willst? Weißt du, deine Mutter und ich, wir hatten eine Diskussion und ich... Ich bleibe noch eine Weile auf der Ranch, Papa. Mach dir keine Sorgen. Bitte, Lena. In der Klinik ist es im Moment nicht so leicht. Seit mein Partner weggezogen ist, muss ich mich um sämtliche Tiere in der Gegend ganz allein kümmern. Ich weiß, ich habe im Moment leider sehr, sehr wenig Zeit für Überhaupt euch. Keine Zeit. Und wenn du da bist, dann streitest du dich nur mit Mama. Liebt ihr euch nicht mehr? Also wirklich, es ist kompliziert. Meine Arbeit verschlingt meine Zeit und zu Hause ist es ganz schön verzwickt. Aber ich finde ganz bestimmt eine Lösung. Ich verbringe weniger Zeit in der Klinik. Ich versuche es, versprochen. Das wäre so schön. Du wirst schon sehen. Wir kommen wieder zusammen. So wie früher. Als Familie. Lass uns gleich damit anfangen. Wie wär's, wenn wir Mittwoch was zusammen unternehmen? Alle zusammen. Das wäre einfach nur fantastisch, Papa. Vater hat sich Mittwoch freigenommen. Keine Klinik, kein Handy. Gleich morgens werden wir für den Cup trainieren und nachmittags hänge ich mit meinen Eltern zusammen ab. Klingt doch gut, oder? Na klar, ist doch voll klasse. Und wisst ihr, was das Allerbeste ist? Dass ich euch jetzt davonreiten werde. Ja! Sie hat wieder gute Laune. Na los, Sila. Hey, wo wollt ihr hin? Nicht Karamell, nicht da lang. Oh nein, Hilfe! Ich komme, Cowboy. Erste. Hier bin ich heute zum ersten Mal. Wunderschön, diese Eiche. Das ist mein Geheimplatz. Die Eiche ist unser Familienbaum. Ein Vorfahre von uns hat sie vor vielen Jahren eingepflanzt. Als ich klein war, habe ich mit meinen Eltern hier gepicknickt und bin auf die Bäume geklettert. Weißt du, meine Familie erschien mir immer wie dieser Baum. Stabil, unzerstörbar. Sei lieber vorsichtig, Lena. Du bist nicht mehr so leicht wie früher. Ja.
Ich kann dich gut verstehen. Ich konnte es auch nicht glauben, als meine Mutter wegging. Ich dachte, meine Eltern würden ein Leben lang zusammenbleiben. Wir kommen! Sind gleich da! Und was für eine Art von Training hast du dir für deine Eltern überlegt? Eine ziemlich anstrengende Art. Ich habe Samantha für den Familiencup versprochen, dass sie in ihre Zügel beißen wird. Wartet, ich habe eine Überraschung. Lust auf ein Picknick bei der alten Eiche? Tut mir leid, Lena. Ich fürchte, den Ausflug müssen wir ohne deinen Vater machen. Ich muss los, mein Schatz. Es gibt ein Problem auf dem Cavaletti-Gestüt. Tut mir sehr leid. Aber du hast es versprochen. Keine Arbeit, kein Handy, nur wir drei. Du weißt, ich bin der einzige Tierarzt in der Gegend. Es handelt sich um einen Notfall und da muss ich unbedingt zur Stelle sein. Ja, sicher. Ich verstehe. Die Stute, Doc. Sie sollte eigentlich ihr Fohlen bekommen. Die Wehen hatten auch schon eingesetzt, aber dann nichts mehr. Schon seit einer Stunde. Und? Was hast du getan? Ich hab dich angerufen. Ich wusste nicht, ob ich abwarten oder bei der Geburt nachhelfen sollte. Das hast du gut gemacht. Legen wir los. Das ist sein Auto. Nein, glaube ich nicht. Dann hat er wohl Pech. Wir beide essen jetzt allein. Danke, Mama, aber ich habe keinen Hunger. Guten Tag, dies ist die Mailbox von Dr. Steiner. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Bruno, ich bin's. Hör mal, dieser Tag war Lena sehr wichtig. Es war eine Chance, um... Ach, vergiss es, wir warten. Er hatte schon immer ein großes Herz für Tiere. Das liegt in der Familie. Ich weiß, aber seit der zweite Tierarzt weggegangen ist, lässt sich dein Vater von seiner Arbeit völlig vereinnahmen. Wieso sucht er nicht einfach einen Ersatz? So war das ja geplant. Das Problem ist, dass er keinen findet, weil er so anspruchsvoll ist. Offenbar will er am liebsten alles selbst machen. Ich glaube, es steckt fest. Es ist seine Hüfte. Pass auf, bei der nächsten Wehe ziehen wir vorsichtig an den Vorderläufen. Alles klar, Doc? Ja, sicher. Ich bin nur ein bisschen müde. Weißt du, normalerweise komme ich gut alleine zurecht. Aber wenn es zu kritisch wird, rufe ich lieber mal jemanden zur Hilfe. Mama? Was machst du? Hör mal, Lena, ich muss nachdenken. Ich brauche Abstand. Aber mach dir keine Sorgen. Es ist nur für ein paar Tage. Helen? Lena? Seid ihr da? Hallo, Fanny? Verschieben Sie bitte meine nächsten Termine nach hinten. Ja, ein Notfall. Aufstehen, Lena! Sie hat
hatte gestern einen super tollen Familientag. Ihre Eltern haben sich vertragen. Sie ist sicher zu Hause. Voll schade. Und ich hatte meine Eltern extra darum gebeten, dass ich auf der Ranch schlafen darf. Übrigens, Angelo, dein Vater hat meine Mutter heute Abend zum Essen eingeladen. Und deshalb habe ich dir ein paar Infos über meine Mutter aufgeschrieben. Ein paar Infos? Ja, klar. So weiß dein Vater, was sie mag, was ihre Lieblingsbücher sind und sie können sich besser unterhalten. Kannst du ihm das geben? Ich will mich da nicht einmischen. Angelo, nur für den Notfall. Um ihm zu helfen, sich besser kennenzulernen. Ehrlich gesagt geht uns das überhaupt nichts an, Anna. Wir dürfen uns nicht in ihr Privatleben einmischen. Oh. Hallo, Lena. Wie sieht's aus? Geht's dir besser? Naja, ich... Lena lässt das Finale des Familiencups sausen. Und am Samstag wird meine Familie, die Cavaletti-Gang, das zweite Jahr in Folge den Dreizack von Portib gewinnen. Hey. Yeah. Das ist gerade total unpassend, Samantha. Weißt du, Lena! Hey, was ist passiert, Lulu G? Ich kann mit meiner Familie nicht teilnehmen. Wir sind viel zu durcheinander. Mein Vater war die ganze Nacht nicht zu Hause und meine Mutter ist heute Morgen weggegangen. Ich weiß nicht, wie es diesmal gelingen soll, dass sie sich wieder versöhnen. Es ist vielleicht vorbei. Hoffentlich reagiert Papa diesmal und holt Mama zurück. Es wäre schlimm, wenn die beiden sich trennen würden. Aber man soll die Hoffnung nie verlieren. Romano hat mir von Ihnen erzählt. Ich muss Sie gleich vorwarnen. Ich bin besonders anspruchsvoll und bisher habe ich noch nicht den idealen Mitarbeiter gefunden. Was haben Sie denn schon gemacht? Ich habe meine Vorbereitungsklasse in Toulouse absolviert und, Geh ran, Papa. Ich muss mit dir sprechen. Sehr gut, dann waren Sie ja bei Professor Jallet. Ist er immer noch so unerbittlich? Okay, ich gehe meine Runde ins Dorf, Papa. Mensch, Anna, was treibst du denn hier? Naja, ich beobachte die Vögel. Hier in der Gegend gibt es besonders seltene Arten. Klar. Ich wollte bloß sehen, wie es bei unseren Eltern so läuft. Meine Mutter war super gestresst, als sie los ist. Du kommst jetzt Angelo, mit mir. Angelo, hör auf! Was soll das? Unsere Eltern sind alt genug, um zu wissen, was sie zu tun haben. Weiß ich doch, Angelo. Es ist bloß, weil das ist das erste Mal, dass Mama sich mit jemandem trifft, seitdem mein Papa gestorben ist. Ich wünsche mir so sehr, dass es mit den beiden klappt. Ich auch, kannst du mir glauben. Seit Mama weg ist, hat mein Vater niemanden mehr getroffen. Nur bin ich mir sicher, dass sie auch ohne uns wunderbar zurechtkommen. Hallo, Nico. Ist Lena auch da? Gerade nicht. Sie wollte allein ausreiten. Mit Mistral. Sie hat mich in der Klinik angerufen, aber ich hatte zu tun. Ich komme später nochmal. Wissen Sie, Monsieur, Lena war heute Morgen wirklich verdammt traurig. Sie glaubt, sie und Helen würden sich trennen. Was? Hallo, du bist auf Lenas Mailbox gelandet. Ich bin leider nicht Mist, da. Nur die Mailbox. Das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Ruf sofort deine Freunde an, Nico. Wir müssen sie suchen. Wieder nur die Mailbox. Wie sieht's aus? Habt ihr sie gefunden? Nein, leider nicht, Monsieur Steiner, aber... Oh je, wo um alles in der Welt steckt sie nur? Der Familienbaum. Lena! Lena, was hat sie? Was ist denn passiert, mein Schatz? Ich war da oben in meinem Versteck in den Ästen und dann... bin ich irgendwie abgerutscht. Mehr weiß ich nicht. Ich bin nicht mehr so leicht wie früher. Na los, komm. Ich hab dich angerufen. Ich wollte mit dir sprechen. Mach dir keine Sorgen, Lena. Jetzt sind wir ja da. Ich bin so froh, dass du wieder zu Hause bist. Ja, ich auch. Jetzt wird alles besser. Das verspreche ich.
Geschafft. Es läuft wieder ab. Vorerst zumindest. Helen, ich werde dieselben Fehler nicht nochmal machen. Ich will euch nicht verlieren. Wir alle brauchen mal Hilfe. Selbst ich. Das große Finale im Familiencover. French Express und Cavaletti Gang liegen gleich auf. Es läuft die entscheidende Disziplin. Das sage ich Helen. Sehr gut, Papa. Mach weiter so. Ihr habt es fast geschafft. Ja, vorwärts, French Express. Ja. Juhu. Halbe Portion. Ah! Und das Siegerteam heißt French Express. Bravo, Familie Steiner. Du bist voll blöd, Samantha. Deinetwegen haben wir den Cup verloren. Das war das letzte Mal, dass ich in deinem Team war. Nächstes Jahr bin ich bei Angelo. Von mir aus, dann habe ich wenigstens mal Urlaub. Zusammen sind wir Steiners unschlagbar. Yeah. Stimmt's, Papa? Stimmt's, Mama? Und jetzt? Ist es schön, dass die Familie wieder zusammen ist? Oh ja. Oh, tut mir leid, das ist sehr wichtig. Hallo? Ja, entschuldigen Sie, ich hatte in den letzten Tagen sehr viel zu tun. Ja, ich bin einverstanden. Wir treffen uns dann in meinem Büro. Musst du schon wieder in die Klinik? Ja, Montag. Um meinen neuen Assistenten zu begrüßen. Oh. Die Steiner sind wieder vereint.